Ich soll zuerst essen. Schreibt ihr im Chat. Erst essen. Machen wir. Ist auch sehr sinnvoll, denn mit hungrigem Magen kann man gar nicht schlafen. Ja, schreibt fleißig weiter. Danke für die Tipps. Und steht auch was von Steroiden. Bin ich mal gespannt, ob es das vielleicht später tatsächlich im Spiel gibt. Könnte Sinn machen. Haben wir schon trainiert hier? Haben wir, ne? Na, nochmal. Komm weg. Da. Hat sich gelohnt. Wir gehen zum Kühlschrank. Hauen uns die Wampe voll mit einem schönen fetten Stück Fleisch. Hälfte voll. Noch eins. Das war hier nur noch ein Fleisch in unserem Kühlschrank. Jetzt brauchen wir Energie. 15%. Ist nicht viel. Lass uns mal hinhauen, ha? Ich schlaf. Boah, wie lange wir schlafen. Gut. Stehen wir mal auf. Gucken mal, wann ist unser Kampf? In 3 Tagen. Da haben wir jetzt eine ganze Menge Zeit. Und jetzt müssen wir uns überlegen, weil das der Punkt des Spiels, dass wir am Ende dieser 3 Tage quasi unser Training absolvieren und vorher vielleicht anfangen, ein bisschen Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist jetzt der klügste Weg, oder? Ich glaube auch. Was haben wir hier eigentlich für ein Tier? Da kann ich draufklicken. Oh, nochmal. Ja. Ich kann nicht genau erkennen, was das für ein... Das ist wahrscheinlich ein Mynok. Und wir werden jetzt hier wieder in die Stadtkarte gehen. Hat sich ja nicht viel verändert. Wir können uns hier auch nichts Neues mit unseren Talentpunkten kaufen. Wir brauchen einfach Kohle. Mit 15 kommen wir nicht weit. Unser Essen geht uns langsam aus. Also, rauf die Stadtkarte. Und... ja, wir gehen wieder hier zur Konstruktion zu Fuß. Arbeiten da ein bisschen über Nacht. Los geht's. Machen wir mal mindestens $100 verdienen. Tag ist vorbei. Nächster Kampf in 2 Tagen. Wir haben hier Plus gemacht. Das ist ganz okay. Wir haben hier 18 verloren. Ist das, weil wir da auf Stufe 2 sind? Oder was? Macht Sinn. Okay, das erklärt einiges, wie das Prinzip hier funktioniert. Geld bekommen, sehr gut. Wir müssen gleich wieder essen, aber komm schon, eins schaffen wir noch, oder? Wo wir schon mal hier sind? 18, ja, seht ihr auch, ne? Je höher das ist, dieser Wert, umso mehr verliert ihr über Nacht. Also es ist enorm schwierig, einen hohen Wert permanent auch zu halten. Wir trainieren hier noch schnell die Leiste durch, dann sind wir super rich und können uns derbe viel, da können wir uns fast ein Kleid aus Fleisch machen, mit dem wir dann nach Hause gehen und dann an uns selber knabbern. Komm schon, komm, das klappt noch, oder? Komm, mach den noch voll, bitte. Mach den noch voll. Zack, yay, super rich. So, jetzt müssen wir aber auch echt schnell nach Hause. Wann ist der nächste Kampf? Morgen. Und die haben noch über einen halben Tag. Wie machen wir das? Wir haben noch, wir gehen jetzt zum Supermarkt, kaufen Essen. Gehen dann nach Hause, essen, schlafen, dann ist der nächste Tag angebrochen. Wir könnten dann noch trainieren, aber schauen wir erstmal, wohin es uns treibt. Erstmal Supermarkt. So, gib mir einen Fleisch, Apu. Kühlschrank ist voll. Ach, man kann gar nicht mehr. Guck mal, 7 Stück haben wir jetzt drin. Das ist doch okay. Guck mal, man kann noch ein Energy. Ja, geht noch. Oh, gefällt mir. Gefällt mir. 51 haben wir noch auf Tasche. Also verlassen wir den Supermarkt. Gehen zurück nach Hause. Machen das Ganze zu Fuß. Gehen erstmal trainieren. Das haben wir gelernt. Das ist super gut. Oh ne, ist zu müde dazu. Also erstmal mampfen. Ha? Und liebe ich's lieb. Die Stimmung ist im Keller.
Sie beeinflusst die Effizienz meines Trainings. Oh, wieso ist denn meine Stimmung so im Keller? Weil ich so lange arbeiten war. Das macht Sinn. Ah, okay. Da liegt also das Problem, wenn man zu lange arbeitet. Hab mich schon gewundert, dass das keinen Nachteil hat, aber es hat natürlich einen. So, weiter geht's. Schlafen wollten wir. Oh, guck mal, Schuhe zieht er sogar aus. Aber es bringt ein bisschen Fun zu schlafen. Ihr seht, wie die Stimmung hier rapide hochgeht. Okay. Heute unser nächster Kampf. Wir haben jetzt hier die ganze Uhrzeit. Wir stehen auf. Könnten jetzt den Kampf angehen, aber lass uns nochmal kurz hier, ne? Auf die Matte. Aber ihr seht, dadurch, dass ich da unglückliche Smileys habe, scheint das Training nicht so effektiv zu sein. Und das deckt sich mit dem, was wir gerade vorgelesen haben. Also, gehen wir ans Telefon. Macht das Sinn für euch? Hallo? Ah, und da sagt uns das Spiel jetzt an dieser Stelle auch nochmal, wie es funktioniert. Nämlich die Geschichte, die ich euch kurz erzählt hatte hier oben. Man soll nicht alles auf einmal trainieren. Ja, du kannst versuchen, aber da sind noch Arbeit, Essen, Schlafen. Spezialisieren, richtig? Bist ein kluger Junge. Mach weiter so, Sportskanone. Ja. Guck ich mal in den Chat. Worum geht's in dem Game? Fragt Rico Du 84. Ums Boxen. Naja, wobei Boxen ist es nicht. Man tritt ja auch. Also ums Kämpfen. Könnte Kickboxen sein. Keine Ahnung. Wir sind erst am Anfang. Wir müssen jetzt die Stimmung pushen. Also lass mal kurz hinhocken. Fernsehen gucken. Stimmung wird gepusht. Push the Stimmung. Push the Stimmung. Ja, die Stimmung ist gut. Reicht aus. Guck mal, Stimmung 70%. Das müsste doch reichen. Dann mampfen wir noch kurz was. Tag ist schon viertel gelaufen. Zack, Fleisch rein. Und jetzt gehen wir nochmal trainieren. So, keine traurigen Smileys mehr. Komm, zack. Oh, gut trainiert. Ja, jetzt die Frage, machen wir jetzt direkt den Kampf? Oder gehen wir nochmal trainieren? Also wir hätten jetzt rein theoretisch noch einen halben Tag Zeit, ein bisschen zu trainieren. Was ist los, Bell? Du stehst da wie so eine Statue. Ja, dann her damit. Wir... Bei gerade super geheime Info kann ich euch nicht mitteilen. Vielleicht klärt sich das gleich auf. Geduldet euch, schauen wir mal. Wir haben jetzt die Wahl. Ihr sagt trainieren. Oder das Auto wachsen. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Kann ich hier irgendwas anklicken? Nee, man muss mal genau hingucken. Eben haben wir ja auch bei dem Mynok gesehen, dass wir den anklicken können. Ist hier noch irgendwas Verstecktes? Nee. Also, wir trainieren jetzt nochmal kurz. Dazu gehen wir in die Muggibude. Die ist hier. Gehen wir... Oh, wir hauen richtig einen raus. Zack, wir haben jetzt nicht viel Zeit, weil wir müssen heute diesen Kampf starten. Und ab ins Gym. Zahlen den Eintritt. Und was soll ich machen? Was soll ich machen? Sagt's mir. Welche dieser lustigen Stationen soll ich jetzt betreten? Für uns gut wäre, glaube ich, auf jeden Fall laufen, aber wäre es nicht cool, wenn wir auch geschickt ein bisschen hochbringen? Wie so ein Löwen wirfst du das dahin? Das gibt's ja gar nicht. Danke, Bell. Was ist das denn? Wieso ist da ein Herzchen drauf? Bell hat mir gerade was reingeworfen. Gutes Timing, denn ich schaue gerade in den Chat. Ihr sagt Seilspringen, geschick. Ja, dann machen wir mal Seilspringen. Das bringen wir das noch schnell auf 2, ne?
Ja, das machen wir. Das passt auch. Und dann gehen wir in den Kampf. Das reicht vollkommen aus. Wir verlieren ein bisschen hier. Kein Problem. Seilstring ist easy peasy. Na, na. Komm schon. Spring schneller. Spring den ganzen Tag. Rope Jumping. Go, go. Oh, komm schon. Zack. Abbruch. So. 2 und 2. Wir sind richtig cool drauf. Also, ab zur Kampfliga. Die machen wir platt. Gut gelaunt und kämpfen. Boing. So, unser neuer Superschlag hier. Nee, gar nicht, der ist nicht neu, das ist der alte. Wir haben irgendwas Neues gehabt. Und zwar den hier. Der tiefe Tritt. Oh, hier mit Knochenbruch. Wahrscheinlichkeit oder was? Ist ja geil. Ein schwächender Treffer, der ziemlichen Schaden verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Hohe Trefferchance. Das tauschen wir mal aus gegen den normalen Tritt. Normaler Tritt rein, ne? Wird eh nix. Wieso wird das nix? Ist relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Also von denen hier. Hexor Lavacho. Kriegen wir das hin? Der hat mehr Talente. Aber er ist halt nicht so geil wie wir. Wo ich das weiß? Weil es nicht geiler geht. Also drücken wir auf Kämpfe. Hui! Ab geht's. So. Kampf wird ein bisschen länger dauern. Deswegen melde ich mich einmal ganz kurz für einen kleinen Moment ab. Erste Runde ist vorbei. Und, vielen Dank nochmal für eine kleine Spende, die hier angekommen ist. Das tut wirklich nicht Not. Mach das nicht. Das soll wirklich hier nicht Einzug halten. Aber trotzdem danke. Barbecue drauf. Nice. Gutes Timing. Danke, danke. Wir werden jetzt weiterkämpfen. Zweite Runde. Wie sieht's aus? Was meint ihr? Nicht gut, würde ich sagen. Jetzt sagt ihr, wir sollen Ausweichen rausnehmen. Soll ich das wirklich rausnehmen? Was soll ich dafür reinnehmen? Noch ein Punch? Bleibt mir ja nicht viel übrig. Aber wir müssen definitiv die Taktik verändern. Denn so wird das nichts. Beide Tritte. Sagt der Chat. Es fehlt an Kraft. Läuft es besser? Nicht so richtig, ne? Oh, shit. Das läuft gar nicht gut. Das war eine Verschlechterung. Beide Tritte, sagt der Chit jetzt. Der Chit. Ja, da bleibt nicht mehr viel Spielraum. Führen wir es noch zu Ende. Oh. Ärgerlich. Ärgerlich. Komisch, als ich gestern Testphase gespielt hatte, um hier nicht total blöde dazustehen und von nichts eine Ahnung zu haben, habe ich die gewonnen, die beiden ersten Kämpfe. Habe ich mal was besser gemacht gestern ohne euch. Nee, danke für eure Tipps tatsächlich, aber wir haben verkackt. Okay,
Ja, das sieht nicht so gut aus. Hm. Alles klar, dann würde ich sagen... Was würde ich sagen? Was machen wir jetzt? Also eigentlich können wir erst noch mal kurz ein bisschen Handpad battlen. Das ist immer nicht schlecht. Da kriegen wir... Ich sollte mich ausruhen. Okay. Nein. Battlen wir den schön. Und ich guck noch mal, was hier in dieser Schachtel drin ist. Oh. Tut mir leid, aber die schmeckt warm echt besser. Deswegen hau ich gerade noch mal kurz rein. So, aber weiter geht's. Habt ihr euch entschieden, was wir hier machen? Schreibt das mal bitte in den Chat, weil irgendwie ist unsere aktuelle Taktik nicht so gerade die geilste. Wir haben da gerade verloren. Hoher Tritt, sagt der Chat. Ja. Dann machen wir den hohen Tritt, oder? High Kick, Laser Kick. Ja, das sieht aus, als hättet ihr euch im Chat geeinigt. Wir wählen den hohen Kick noch dazu. Den können wir uns leisten. Und vielleicht werden wir dann besser beim nächsten Kampf. Den Lambe für 4. Ja, unsere Kekse gehen uns wieder aus. Raus hier. Ja. Wir melden uns an für den nächsten Kampf in 3 Tagen. Und jetzt geht das wieder von vorne los. Wir sind ganz gut drauf. Nach dem Prügeln fühlen wir uns immer gut. So ein bisschen, das ist so ein bisschen die Ian-Mentalität. Haben wir hier Gesundheit, Essen, Energie. Wie kriege ich die Gesundheit hoch? Ich glaube, ich muss pennen, oder? Ja, wir müssen mal nach Hause. Aber... Ja... Oder soll ich jetzt, wo ich gerade hier bin, nochmal trainieren? Was sagt der Chat? Ich guck mal kurz rein. Der Chat ist gespalten zwischen Ausdauer und Agility Build, sagt Kaob 1. Ja, das Gefühl habe ich auch ein bisschen. Jetzt pumpen, sagt Red 782. Weil ich gute Stimmung habe. Seil springen, sagt jemand, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Geh arbeiten, sagt Sophie. Trainieren, trainieren, trainieren. Ja, nee, ich soll trainieren, sagen die Leute. Okay, dann gehen wir ins Gym, trainieren ein bisschen. Unsere Stimmung ist ja echt gerade gut. Wir haben die Kohle. Und was trainieren wir? Eben war der ja ganz geil auf Seil springen. Ist das immer noch so, oder? Zu wenig Zeit zu trainieren? Ja, geht doch. Wir springen... Was? Was ist denn jetzt los? Liegt das hier dran, oder was? Ist die Gesundheit zu niedrig? Komm, gehen wir nochmal hier rauf. Ja, das flutscht nicht so, kann das sein? Ich habe das Gefühl, das flutscht nicht so gut. Hier, wir sollen ein bisschen gegen die Birne hauen, sagt ihr. Machen wir das mal. Okay, seht ihr das? Ich verliere so viel, krieg so wenig. Ich glaube, meine Werte müssen ein bisschen höher sein. Der hat keinen Bock mehr auf Seil. Punchball. Immer doppelklicken, Dennis, bei den Geräten immer fix abwechseln. Wie meinst du das denn? Hier klicke ich jetzt mal doppelt. Kein Plan, passiert jetzt nicht so viel. Es gibt, oder? Gibt es mehr? Keine Ahnung. So, Tag vorbei. Oh, haben wir aber derbe Plus gemacht. Seht ihr das hier? Wir sind krass. Weiter Punchball. Ich gehe nochmal zum Punchball. Nutzen wir das.
Wo wir gerade mal hier, das kostet ja jedes Mal Eintritt. Also wenn man mal hier ist, dann sollen wir das auch ausnutzen. Boah, Punchball. Frauen anquatschen. Wie geht's? Ja. Nee, keine Ahnung. Ja, das ist ja ein Fitnessstudio und nicht die Kölner Innenstadt an Silvester. Deswegen gehen wir mal hier raus wieder und zack, auf die Stadtkarte zum Supermarkt. Kaufen. Ah, nee, shit. Was machen wir denn jetzt? Sind ein bisschen in der Bredouille. Wir müssen eigentlich nach Hause ein bisschen essen. Wir haben auch genug Essen. Damit können wir nämlich nicht allzu viel arbeiten. Machen wir das. Der Kampf ist erst in 2 Tagen. Ja, wir müssen... Oder soll ich arbeiten? Nee, das halte ich nicht lange durch. Wir gehen jetzt nach Hause. Machen wir auch zu Fuß. Dann gehen wir ganz kurz hier hin. Weil da gibt es diese wunderbar günstigen Attributpunkte. Ohne viele Mali. Oh. Ich schaue gerade in den Chat. Keine Tipps, die ich jetzt gerade umsetzen kann. Was wir machen müssen, ist aber auch relativ klar. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen was essen. Ach, da steht die Zahl. Okay, wir haben noch 3 Fleisch. Komm, dann gehen wir jetzt essen. Schlafen. Oder? Ja. Sleepy Sleepsen. Gut ausgeruht, aufstehen, gleich nochmal. Nee, komm, erst nochmal trainieren. Zack. 8. Tag. Bam, bam, bam. Mit einer Hand hier. Dann kurz das hier noch auf bisschen hoch. Ja, sehr gut. Aber das bringt sogar Fun. Noch Fun, ne? So ein Fleisch macht Spaß. Und jetzt sind wir ganz gut ausgerüstet. Haben wir noch irgendeine Kleinigkeit, die wir mampfen können? Sollen wir die Limo noch weghauen? Ja, okay. Baba. Kurz trainieren oder was? Wie oft kann ich das denn eigentlich machen? Das ist irgendwie so derbe effektiv. Ihr seht ja, ich kriege so gut wie nichts abgezogen, wenn ich hier so 3 Push-Ups mache oder 4. Jetzt kriege ich nicht mehr so viel. Trotzdem immer noch recht günstig. Ich probiere es noch ein drittes Mal. Schau mal, was passiert. Ich soll ins Gym gehen, sagt der Marc. Was wahrscheinlich tatsächlich auch gar nicht so dumm ist. In 2 Tagen ist nämlich der nächste Fight. Aber das hier ist so schön günstig auch. Ich soll die Katze streicheln. Ja, du hast recht. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Was muss, das muss, ne? So, dann hätten wir das erledigt. Dann wieder... Ich gehe jetzt noch einmal trainieren. Ich komme bestimmt später auch noch mehr rein. Gehe ich stark von aus. Oh, guck mal, da... jetzt ist hier over. Ne? So oft kann man das nicht machen. So, ich melde mich mal ganz kurz für 60 Sekunden ab, während wir ins Gym gehen. Und beiß noch mal in dieses letzte, gerade noch 1 Grad wärmer als Raumtemperatur... gebackene Fladen gelöt. Bis gleich. Ich schau zu, wie ich hier trainiere jetzt im wie nennt man das? Fitnessbude.